Hallo und herzlich willkommen zum letzten Teil der Trilogie, in der wir uns den Pflichtteil des baden-württembergischen Mathe-Abiturs 2020 anschauen. Übrigens, bei uns hat es heute passend zum ersten Weihnachtsfeiertag geschneit, das finde ich ganz toll, aber zurück zum Thema. Ja, also, in Teil 1 haben wir uns bereits die Algebra und die Analysis angeschaut, in Teil 2 die Geometrie. Jetzt in Teil 3 nur noch eine Aufgabe, die Aufgabe 8, nämlich die Stochastik. Wie gesagt, probiert sie am besten einfach erstmal selbst, bevor ihr meine Lösung hier anschaut. Das ist die beste Übung aufs Abitur. Lesen wir uns mal die Aufgabe 8 durch. Auf einem Tisch legen verdeckt vier rote und zwei schwarze Karten. Gut, ich schreibe es mal hin. Vier rote, also rot, 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 rot und zwei schwarze Karten, mit denen Anna und Bernd das folgende Spiel spielen. Anna deckt in der ersten Runde nacheinander zwei beliebige Karten auf und legt sie nebeneinander auf den Tisch. Also wir haben eine Situation ohne Zurücklegen. Die Karten werden weggelegt. Ist unter den zwei Karten mindestens eine schwarze, dann gewinnt Anna das Spiel. Und das Spiel ist beendet. Wenn nicht, dann deckt Bernd aus den übrigen vier nacheinander zwei der übrigen Karten auf. Deckt er dabei mindestens eine schwarze auf, gewinnt er. Und wenn nicht, dann gewinnt Anna. Also wenn Anna beim ersten Mal keine schwarze und Bernd keine schwarze, dann gewinnt automatisch auch Anna. Wir sollen jetzt nur, alles was wir jetzt machen sollen, ist zwei Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit oder das Ereignis A ist, Anna gewinnt das Spiel in der ersten Runde. Gut. Das ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass in der ersten Runde mindestens einmal schwarz, also mindestens einmal schwarz bei zweimal ziehen. Also Anna gewinnt ja, wenn sie beim zweimal ziehen aus diesen Karten mindestens eine schwarze hat. So, das Gegenereignis von mindestens einmal schwarz ist keinmal schwarz, also zweimal rot. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, dass Anna gewinnt, für mindestens einmal schwarz, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit von zweimal rot. Das ist nämlich das Gegenereignis. Zweimal rot, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Karte, die sie zieht, eine rot ist, ist ja 4 aus 6. 4 von 6 sind rot. Dann ist eine rote weg. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nochmal die rote zieht, ist 3 aus 5. 3 Fünftel. Also wir haben 1 minus 4 mal 3 ist 12 Dreißigstel. Können wir hoffentlich kürzen zu geteilt durch 4, geteilt durch 3. Kopfrechenkünste haben wir hier 4 Zehntel. Also 1 minus 4 Zehntel, es gibt 6 Zehntel oder 3 Fünftel, also 60%. P von A ist 0,6, ist 60%. Und fertig wäre P von A. Schauen wir uns dann das Ereignis B an. Das Ereignis B, Anna gewinnt das Spiel. Gut, das Spiel hat drei Runden. Runde 1, Anna darf 2 ziehen, da kann sie gewinnen. Runde 2, da kann nur Bernd gewinnen. Und wenn in Runde 2 Bernd nicht gewinnt, dann gewinnt Anna in Runde 3 praktisch automatisch. Das heißt, wir brauchen einfach die Wahrscheinlichkeit, Anna gewinnt in Runde 1, plus die Wahrscheinlichkeit, Anna gewinnt in Runde 3. In Runde 2 kann ja nur Bernd gewinnen. So, die Wahrscheinlichkeit für Gewinn in Runde 1 haben wir ja hier ausgerechnet, 3 Fünftel. Und jetzt müssen wir uns noch Gedanken machen für die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Runde 3 gewinnt. So, wenn wir wollen, dass Anna in Runde 3 gewinnt, dann darf ja in den vorherigen Runden niemand schwarz ziehen. Denn sobald jemand eine schwarze zieht, gewinnt er ja praktisch. Das heißt, in Runde 1 und 2 darf keine schwarz gezogen werden. In Runde 1 und 2 werden insgesamt 4 Karten gezogen und alle 4 müssen rot sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in die erste gezogene Karte rot ist, ist ja 4 von 6. Dass die zweite gezogene Karte auch noch rot ist, 3 aus 5. Dass die dritte gezogene Karte auch noch rot ist, 2 aus 4. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die vierte gezogene Karte auch noch rot ist, ist 1 aus 3. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass
in den ersten zwei Runden niemand gewinnt, da, also dass nur rot gezogen wird. So, das können wir vereinfachen. So 3 Fünftel plus, das hier ist 24 und das untere hier ist, jetzt habe ich es doch gerade irgendwo aufgeschrieben, als ich es im Kopf ausgerechnet habe. Also es geht definitiv im Kopf. Es ist ja der Pflichtteil, das heißt, es muss definitiv im Kopf gehen. Es gibt 360. Genau, so, perfekt. Das kann man kurz mit 24, kommt man auf ein Fünfzehntel plus. Das können wir dann das hier erweitern. Auf Fünfzehntel haben wir 9 Fünfzehntel plus ein Fünfzehntel, also 10 Fünfzehntel, also 2/3. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis B eintritt, ist 2/3, also 66,6%, was die Wahrscheinlichkeit für das zweite Ereignis wäre, womit der Stochastikteil bereits abgeschlossen wäre und somit auch dieses Video. In einem weiteren Video schaue ich mir auf Nachfrage von einem Zuschauer das, die Abiturprüfung 2020 vom Mathe-Grundkurs in Nordrhein-Westfalen an. Das habe ich bereits hier liegen. Das sieht dann so aus. Wer will, kann es ja schon mal probieren. Und das Video kommt dann in den nächsten Tagen. Das ist Seite 1, das ist Seite 2 und das ist Seite 3. Es kommt überhaupt keine Geometrie vor. Es kommt nur ein bisschen Analysis vor und dann noch Stochastik. Meiner Meinung nach ist es um einiges einfacher als das, was wir hier in Baden-Württemberg gemacht haben. Aber es ist ja auch der Grundkurs. Und in Baden-Württemberg haben wir ein einheitliches, was natürlich ein bisschen schwieriger ist. Also, das nächste Video mit dem Nordrhein-Westfälischen wird auf jeden Fall einfacher. Deswegen wird es auch nur ein Video, weil man da durchaus alles in einem schaffen kann, finde ich. Zumindest plane ich das jetzt so. Vielleicht wird es auch doch, vielleicht werden es auch doch zwei, wer weiß. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen mal wieder. Das war praktisch schon alles zur Aufgabe 8. Damit haben wir den Pflichtteil durchgerechnet. Fragen sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über Fragen. Ich freue mich sehr. Gerne, ich freue mich immer sehr über Themenvorschläge, aber vor allem über Fragen, natürlich auch über Feedback. Ich freue mich über alles, was ihr in die Kommentare schreibt. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!